Wir haben heute echt ein krasses Abenteuer vor. Wir haben uns ein YouTube-Video angeschaut und in diesem YouTube-Video haben wir eine verlassene Festung gesehen und wir haben ein bisschen recherchiert und haben die tatsächlich auch gefunden. Und das Krasse an dieser Location ist, wir müssen mit Schlauchboot drüber. Deswegen sind wir hier super ausgerüstet und die Herausforderung, die uns aber bevorsteht, wir sind jetzt schon zweimal um das Gelände rumgelaufen, überall sind Angler und wir wollen natürlich keine Aufmerksamkeit erregen, denn diese Festung kennt bisher kaum jemand und so soll das natürlich auch bleiben und wir wollen natürlich auch nicht auffallen, deswegen müssen wir ein bisschen vorsichtig sein und meint ihr Leute, schaffen wir das? Mal sehen. Was für eine Frage, natürlich, was sollen die machen? Was sollen die machen, ne? Was sollen die machen? Was macht ihr da? Toni, was macht dein Herzschlag? Ich bin ganz gechillt, Alter. Ja? Ja. Mal gucken, was meiner sagt. Auch 91. Pumpert ihr. Olli. Ich bin ja am Trainieren. Junge, wie sollen wir denn da reinpassen? Das werden wir gleich sehen. Was? Werden die gefeuert? Leute, wir müssen darüber. Junge, da Ding. Und wir haben das gerade sondiert. Wir haben das gerade sondiert mit der Drohne. Hier sind überall keine Anlandungsmöglichkeiten. Aber davor sind Angler. Das bedeutet, es wird auf jeden Fall spannend. Ja, krass. Ach, kommt nichts raus. Nee, das ist so ein super. Olli ist stabil, Alter. Und es kann jederzeit von da jemand kommen. Oder von da. Also, spannend. Im Blatt. Reicht, oder? Ja, mach ab. Passiert nichts. Kommt nichts drauf. Nicht drehen. Jetzt richtig zusehen. Muss auch durchkommen. Ach, jetzt hier mitten. Hier in der Mitte noch. Was ist alles leichter? Also, wie viel? 200 Kilo? Ja. Eieiei, Leute. Und maximal zwei große Personen? Ja. Oder eine kleine? Hä? Ich bin die Kleine. Nee, und? Ja, maximal zwei große, eine Kleine. Ich bin die Kleine. Alter, Leute. Das ist nicht unser Ernst. Junge, wir passen. Zu dritt müssen wir was gut. Doch, du gehst in die Mitte. Ja, ich geh. Psst, der kommt. Der fährt gerade raus. Alter, was für ein Glück, Alter. Der Kollege, der gerade hier drauf gefahren ist, ihr seht ihr den, der ist hier gerade über eine Minute früher oder fünf Minuten später, besser gesagt. Und er hätte uns locker gesehen. Hätte der auch. Hätte, der ist locker gesehen. Jetzt hoffen wir mal nicht, dass er gleich noch Zigaretten holen muss. Vergiss, ne? Alter Schwede. Meinst du, wir haben Glück? Wir sollten jetzt einfach rein. Ja, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Soll ich als erstes rein? Ja. Rein, du gehst als erstes rein, ja. Wir können auch machen, hier zwei Fahrt drüber, ich bleib hier. Ich muss nicht unbedingt ein Video davon drehen,
aber ihr bringt auf jeden Fall was mit. Und wenn ich da, du kommst auch mit rein. Aktivität du kommst mit? Nein, du mit gegangen, mit gefangen, Alter. Meinte. Nur weil es 6.000 Euro kostet. Was? Und schon bin ich raus. Wir fahren erstmal nur Paddelboot. Ich sehe nichts. Geil, Alter. Das ist doch der Kleine. Nee, ist klar. Da wie ein Steg zum Einsteigen. Wie soll ich jetzt reinkommen? Du filmst das nicht. Doch, ich will das natürlich. Nein. Ach. Junge, niemals. Warte, wir machen das. Warte. Oh mein Gott, ey, das ist ein Abenteuer. Warte. Wie schön das ist. Lass mal die eine Tüte hier, Alter. Was hast du denn jetzt? So, und jetzt rein mit dir. Gib mir deine Hand. Gib mir deine Flosse, Genosse. Hey, geh aus. Komm hier hin. Was hat er denn? Komm hier hin, Alter. Was ist denn? Setz dir lieber da rein. Ja. Dann nimm das und zieh das selbst zu dir. Oh, alles voller Mücken hier. Pass mal auf, in der Tasche ist meine Marauder. Du musst eigentlich einen haben, der das Ding festhält. So, Leute. 10 Euro darauf, dass er gleich reinfährt. Ey, ich verpiss dich jetzt erstmal. Ja, geh ich jetzt. Halt fest. Ja. Und guck aber da durch. So. Willst du erstmal sondieren fahren? Jo, wie sollen wir da zu dritt reinkommen? Komm doch da durch. Willst du erstmal sondieren fahren? Nö, komm mal ab. Lass mal die eine Tüte jetzt hier weg, Alter. Hier? Alles klar, ja. Tüte weg. Schalt jetzt da durch. Du bist doch voll drauf, Junge. Halt den mal hier. Was soll ich denn jetzt mit dir machen? Ja, und nu? Mega geil. Ja, rein mit dir. Komm. Ja. Komm, Sister. Du musst immer durch den Sucher gucken. Junge, ich hab Angst. Brauchst du nicht. Was Fuß rein, ich hab das Boot hier. Hey, guck da durch, leuchtet, leuchtet. Müsst ihr vorne weg. Junge, ich sag. Leuchtet, du musst leuchten. Junge, der muss in die Mitte. Geht nicht anders. Geht nicht. Komm jetzt rein hier. Gib mir die Kamera. Guck mich. Ey, das passt nicht. Doch, guck, das passt. Guck mich mal andersrum. Wie soll ich mich andersrum? Da rede ich um, da passiert nichts. Hier ist eine Puppe unter meinem Schwanz. Das ist eine Puppe und meine Lampe. Hält sich richtig in die Kuhle rein. Wir gehen definitiv unter, Leute. Wir gehen definitiv unter. Gib mal die Tüte. Gib mal die Tüte. Scheiße, das ist nicht so. Scheiße. Ich glaube, wie soll ich da noch reinpassen? Leute, ich weiß nicht, ob man das schaffen heute. Aber lustig ist es. Wie soll ich hier sitzen, Alter? Wie soll ich hier sitzen? Komm rein. Komm rein. Wohin? Einfach rein, jetzt komm. Das Boot knallt weg, Alter. Das Boot knallt weg. Ich schwöre dir, das Boot knallt weg. Komm her, du wirkst doch nichts. Wir kommen dann nie wieder da raus. Ja, das ist es ja. Ich setz dich doch da oben drauf. Bist du behindert? Was, dann komm ich der muss maximal Gewichtsverteilung haben. Ja, du musst komm jetzt, das geht nicht anders. Und du darfst nicht gehen, du darfst nicht da reintreten. Du musst, komm, spring direkt. Soll ich mal dein Bein ein bisschen rüber machen? Ruhig? Ja, genau. Scheiße. Junge, das geht gar nicht gut. Das geht absolut gar nicht gut. Leute, wie wollen wir denn hier rauskommen? Hier, Olli, nimm beide. Olli, nimm beide bitte. Ja, wie soll ich denn beide nehmen? Leute, da würden wir an den rankommen. Was ist das? Gib mir eine andere Pfanne. Das andere schaut mal. Wir sind mitten auf dem Wasser. Und wir müssen eigentlich nur darüber. Darüber. Und jetzt nicht mehr lachen. Na warte, ich lasse das Boot erstmal ein bisschen gehen. Oh. So? Und ja, wenn der Olli da ist. Olli, guck mal. Da kam gerade das Auto lang, Leute. Die hätten uns so ultra gesehen. So, fahren wir jetzt. Du musst. Zusammen. Wir sind zusammen, Leinas. Bleib auf deiner Seite. Okay.
Feind hat. Jetzt kommt der Transporter wieder, Alter. Boah, das wäre ja hardcore. Was meint ihr, wie tief ist das Wasser hier? Stimmt, ein paar Meter schief. Tief genug für so ein iPhone, glaube ich. Wir hätten das iPhone vielleicht in den Mund stecken sollen. Hört ihr die Hunde? Ja. Du musst paddeln. Wir treiben da rüber. Ich sehe nichts. Paddel. Warte. Das ist ja auch nicht mehr wirklich hoch, Leute. Wir treiben woanders hin. Leute, da vorne sind alle voller Stacheln. Das ist alles voller Stacheln. Wir kommen da nicht raus. Nee, wir müssen wirklich dahin. Dahinten. Okay, jetzt lass einfach dahinten. Wir kommen da aber raus. Niemals. Nein, da brauchst du. Da kommen wir raus. Da will er hin jetzt, Leute, da will er hin. Ja, jetzt werden wir nicht mehr sehen von dir. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Komm, ja, genau. Boah, hier sieht uns keiner, Leute. Du musst reden, ich sehe gar nichts. Ja, du musst weiter putten. Dann komm ich wieder. Wenn der jetzt kommt, ne? Da kommen welche gerade. Da kommen welche gerade. Lass da einfach so schreiben. Weißt du, guck mal hier übrigens rein. Also, weißt du, Olli, guck mal. Was hast du? Da kommen die Bullen. Komm, Leute. Scheiße. Seht ihr das? Da hinten fahren sie. Ey, du musst mal jetzt langsam. Direkt da vorne. Wenn der jetzt nach links guckt, dann sieht er uns, Leute. Und da vorne sind Wanderer, aber die darüber müssen wir. Und guck mal hier, da sind schon welche umgekommen. Warte mal da. Ja, die ganzen Dorn. Alter, kriegen wir das Schiff dann. Jetzt sind wir am Arsch. Alter, jetzt kommen die. Hört ihr das? Wir müssen darüber. Ach, die kommen. Aber da kommen wir doch niemals hoch. Da kommen wir nicht hoch. Olli, da kommen wir nicht hoch. Glaub mir, da. Ah, ja, da kommen wir auch. Ja, warte rüber, warte rüber. Junge, ich bin am Anfang wie so ein Weltmeister. Ja, das ist gut. Nee, aber auch nicht. Oh mein Gott. Wenn das Material kaputt geht, ich fressen lese. Ich weine, ich muss das da nochmal machen. Das wird gut. Wir sind zu schnell. Nein, wir sind gut. Wir müssen nur darüber zu dem Baum. Ich hab das Gefühl, wir sind zu schnell. Wir müssen darüber zum Baum, weil dann ist es auf dem Teil. Aua! Nein, direkt da, weg da, weg da! Nicht hin zu den Dornen! Wir müssen auch da vorne hin. Wir müssen da hin, damit ich erstmal an den Baum komme, damit ich rauskomme, um euch darüber zu ziehen. Hört darauf nicht. Du musst auch einen Plan haben, wie du rauskommst. Ja, Olli. Ja, das ist gut. Da will ich hin. Wo will er hin? Oh, mein Arm. Warte. Ja, ich versuche es. Ich muss da hin. Zum Glück kann ich schwimmen. Leute, das ist alles dörnerig hier. Ja, ich weiß. Wir gehen wieder zu dem Baum. Ich sehe uns gleich schon schwimmen. Du schippst das Wasser gerade in meinem... Die Dörner kommen. Ja. Oh, das wird ganz eng. Du musst auf andere Seite. Ich will da rüber, Mann. Oh mein Gott. Ich komme gerade so auf den Boden. Ja, sag ich doch. Alter, ist das tief, Leute. Lass mich jetzt. Ich will nur an dem Baum. Alter. Ja, warte doch mal bitte. Nimm einfach dein Dings. Warte mal. Neben dem Baum. Ich glaube, hier sind schon Döner hinter mir. Nein. Nein, du bist da nicht. So, ich hab den Baum. Wohin? Da rüber, damit ich an den Baum passen kann. Okay. Willst du hier aussteigen? Ja, und dann euch rüber. Sehr gute Idee. Warte. Okay. Oh, das sind alles Döner hier. Das war nicht so, Olli. Nee. Warum? Döner. Bleib mal noch. Oha. Oha. Ja, wo ist denn das Seil? Wo ist denn das Seil? Hinter dir. Ja, hier, warte. Hier. Soll ich kommen? Warte, willst du zuerst? Ja, ich weiß nicht. Ah, nee, ich gehe wegen Gewicht. Warte, ich mache hier gerade erstmal frei. Ja. Okay. Schön, dass er hier hochkommt. Du kannst an dem Baum festhalten, dann wackelt das Boot nicht. Halt die Kamera auf mich.
Voll die Dörner. In die Kamera. Danke. So, die Tüte. Ich glaub's nicht. Wir sind angelandet. Braucht ihr Hilfe? Genau so wie wir. An den Baum. Festhalten. Ich hab dich an. Ich hab dich hier. So geht nicht weg, Erfen. Leg das jetzt einfach da rein. Leg einfach rein, leg doch da hin. Junge, hier reißt das ganze Boot auf, Alter. Ja, so sieht's ja jeder jetzt. So sieht das doch jeder, Alter. Komm, ich seh gar nichts. Ja, jetzt ist. Komm, jetzt lass machen, Alter. Jetzt komm. Ja, siehst du? Einfach da unten hinschmeißen. Ja, einfach da, genau. Hier, nimm das jetzt wie günstig. So Leute, wir sind im Eingang vom Fort. Das Fort wurde im Ersten Weltkrieg beschossen von großkalibrigen Mörsern deutscher und österreichischer Kaliber bzw. Armeen. Und hier war kein Stein mehr auf dem anderen. Ihr seht das hier. Und oben, da sind schon die Eingänge. Stopp, was ist das? Das ist ein Bewegungsmelder, oder? Das ist ein Bewegungsmelder. Ja, ne? Das ist einer. Und da haben sie das schon, ne? Kann aber auch Tier sein. Oder Kamera irgendwo. Das ist irgendwas. Das haben wir, glaube ich, vergessen hier. Ist einer, ne? Meinst du, die haben schon? Weiß ich nicht, wenn die noch mehr sind, dann ja. Leute, wir gehen davon aus, dass das ein Bewegungsmelder war. Im Zweifel schwimme ich da heute rüber, falls irgendwas ist. Aber wir hoffen mal natürlich, dass wir reinkommen. Klar, dass das Thema ein Abenteuer wird und spannend. Wir sind aber gerade genau in einen Bewegungsmelder reingelaufen und oben ist der Kamera. Deswegen haben wir uns jetzt gedacht, wir warten jetzt erstmal hier 30 Minuten und checken ab, ob irgendjemand kommt. Kann natürlich auch sein, dass es einfach nur als wild dann diagnostiziert wird und wir Glück haben, aber wir gehen auf Nummer sicher und lassen uns jetzt von den Mücken zerstechen. So Leute, wir sind... Wir haben es gewagt, wir sind noch mal rein und suchen jetzt nach den Eingängen. Und hier seht ihr schon die Zerstörungen von den großen Mörser. Und da ist es. Leute, wir haben es. Leute, schaut euch das mal an. Alles voller Gasmaskenwälder. Schaut euch das mal an. Guck mal, von Hunden oder von Kindern. Ganz kleine Gasmasken. Und hier. Unfassbar. Alles voller Gasmaskenwälder. Leute, das ist alles voll. Schaut euch das mal an. Schaut mal an. Es ist alles. Alles voller Gasmaskenwälder. Hunderte, vielleicht Tausende. Schiene. Boah, mein Gott. Guck mal hier, sogar noch mit Farbe. Das ist komplett neu. Erhalten. Unnormal. Gleich. Lass uns lieber reingehen. Boah, mein Gott, Leute. Wir brauchen Licht. Die Tür ist auf. Leute, schaut euch das mal.
Leute, schaut euch das mal an. Verdammt. Wir sind jetzt mitten in einer Festung aus der Kaiserzeit, die im Ersten Weltkrieg zerstört wurde. Und es hört sich so an, als ob hier ganz viele Menschen sind. Mein Gott, schaut euch das mal an. Oh mein Gott, keine Beschmierung, gar nichts. Hier ist einfach gar keine Beschmierung. Unvorstellbar, Leute. Nein! Guckt mal! Leute! Mach mal alles Licht in die Decke! Das ist doch so nicht wahr gerade! Schaut euch das bitte an! Schaut euch das bitte an! Hol mal so eine raus, bitte! Mein Gott! Es ist alles voller Gasmasken! Es ist alles voller Gasmasken! Mega geil. Was hast du? Mega. Mega. Was hast du? Alter Schwede. Leute, das ist doch nicht normal. Das ist nicht normal. Ich geh kaputt. Hol mal so ein Ding raus, ja, bitte. Ich will kurz ein Video machen. Also. Guck mal, ob wir weiter nicht allein sind. Ja, das sieht gut aus. Boah. Alter, guck mal, das war mal alles voll. Guck mal. Siehst du das? Das war mal alles voll. Schaut euch das an. Es scheint hier drin gebrannt zu haben. Da. Das Ding ist noch in einem super Zustand. Warte. Ey, wenn du es nicht aufkriegst. Da sind die Behälter. Zum Draufschrauben. Ich mach euch mal ihr Licht an, dann seht ihr auch was. Ah, schade. Kriegt man nicht raus. Aber wir wollen auch nichts kaputt machen. Du hast eins? Boah. Das ist doch für Kinder, oder? Ja, Mann, das Babymaske. Das Babymaske. Da ist doch so ein Etikett dabei. Alter, guck mal. Mach mal Licht, deine Lampe dunkler. Die ist zu hell. Steht, guck mal, ob da irgendwo ein Datum draufsteht. Mach die Lampe mal dunkler. Unvorstellbar, Leute. Da vielleicht? Ich guck mal, da sind bessere da drin. Ja. Schaut euch das mal an. Die ist schon super. Gasmaske Typ L 702. Die ist schon super, Alter. Die würde ich schon mitnehmen. Ich war weiter. Würdest du aber auch nur. Lassen alles hier. Description. Leider nicht auf Deutsch. Das sieht mir aber ganz klar nicht nach Zweiten Weltkrieg aus. Also es gibt einmal diese Variante und es gibt diese Variante. Und schaut euch mal diesen Zustand an, Leute. Das ist doch unvorstellbar. Boah, der Zustand ist doch... Schraubt mal so ein Ding drauf, bitte. Hast du mal Licht für mich? Ja, natürlich. Ach so, musst du erst abschrauben, die Kappe? Okay, das wollen wir nicht machen. Setz mal auf. Bist du behindert? Olli, setz mal auf. Das ist eine Kindermaske.
Und dann pack wieder ein. Und pack's. Ja, okay. Lampe her. Unvorstellbar, Leute. Also wir packen natürlich gleich wieder alles ein. Und hinterlassen alles so, wie wir es vorgefunden haben. Das gehört sich so. Die Lampe oder die Maske packe ich auch wieder rein. So, ich guck mal weiter. Ich aber. Da waren die Kanonen. Und da hat man geschossen auf die Angreifer. Alter, hier gibt's einen Geheimgang. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Schaut euch das einfach nur an. Oh mein Gott. Leute, schaut euch das an. Ich gehe kaputt. Ich gehe einfach nur kaputt. Wow. Hier standen bestimmt mal eine Kanone oder so. Ich wollte nicht alleine gehen. Wenn ihr eine Idee habt, was das war hier, wo ich mich gerade drin aufhalte, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Hier ist Ende. So eine halbe Schlange. Und hier ist die Decke schon runtergekommen. Schaut mal hier, Kettenglieder. So, wichtig ist, niemals alleine gehen. Boah, die Treppe ist komplett kaputt. Wow, ein Riesenteil. Hier standen die Kanonen und haben dann auf die Gegner gefeuert. Jeweils für jeden Raum eine. Oh mein Gott, die sind noch mehr. Leute, hier sind noch viel mehr. Hier sind noch viel, viel mehr. Unvorstellbar, wie viele Gasmasken hier sind. Ich wollte ja eigentlich die anderen holen. Jetzt laufe ich schon wieder alleine. Boah, das scheint ein Gegengewicht gewesen zu sein für eine Kanone. Vielleicht ist es auch ein Notausgang. Oder ein Periskop. Schwer zu sagen. Auf jeden Fall ist ihr Ende. Das wird wahrscheinlich der Artilleriebeobachter gewesen sein. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Boah, ist das aufregend, Leute. Das ist so aufregend. Hier, hast du die hier gesehen? Ich denke, der Artilleriebeobachter war da. Aber ich weiß, wo wir hin müssen. Hä? Nur ein Ende. Das ist wahrscheinlich für die Kabitdämpfe, wenn geschossen wurde. Da vorne ist der Ausgang. Hier müssen wir lang. Seid ihr alle da? Ja, komm mit. Film das, wie du hier hochkommst. Ich melde mich gleich wieder, Leute.
So, meine Lieben, hier zeige ich euch nochmal die Heizung. Wir haben uns überlegt, dass wir jetzt gehen und unser Glück nicht überstrapazieren. Und den Turm, den werden wir uns jetzt nicht anschauen. Aber wir versuchen jetzt erstmal wieder heilen Fußes zum Boot zu kommen. Und dann melde ich mich nochmal wieder. Guck mal. Wir melden uns gleich vom Schlauchboot. Gut, dass Paddel schwimmen können, Leute. Ja. Check noch mal deinen Sitzbeutel. Ich gehe zuerst. Okay, ich komme doch, ich komme. Mach mal noch Filme, Toni. Filme. Ja, ne, von der Umgebung auch. Ist doch wunderschön. Ne? Alter, wie schnell wir sind. Alter, guck mal hier. Die Frauenwelt bei 3% weiblichen Followern. Alter, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es gleich geschafft. Jetzt ist es scheißegal. Ja, wir müssen doch mal mit Alessandro hin, oder? Dann lass es doch noch heile. Alter, wir haben dich. Wir haben dich. Gut gemacht. Nummer 1. Olli. Nummer 2. Komm her. Also von daher, ich hoffe, das Abenteuer hat ein wenig gefallen. Uns hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und das Wichtigste ist, wir sind sicher aus dem Bauwerk rausgekommen. Und trocken an Land, genau. Und jetzt werden wir nach Hause fahren. Wir haben jetzt ungefähr 45 Minuten bis nach Köln. Und dann, denke ich mal, werden wir uns noch ein Getränk nehmen, uns verabschieden und dann müssen wir uns vor den Mückenstichen so ein bisschen erholen. Alles klar. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Random Life.